Hey Ilmo, wie war der Spaziergang im Wald mit Steven? Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich hoffe nur, er gibt uns eine gute Bewertung auf der Website. Schön, Sie wieder in Watery zu sehen, Saga. Wir haben Sie vermisst. Echt schön, Sie wieder zu sehen, Saga. Sie tun so, als würden Sie mich seit Jahren kennen. Warum nur? Kennen Sie den Kult des Baumes? Ja, wir dachten immer, es wäre nur eine Legende. Kinder, die gruselige Symbole malen, um sich gegenseitig einen Schrecken einzujagen. Sie spielt mit. Jetzt wirkt die Sache ziemlich real. Es ist schrecklich, was passiert ist. Wir stehen alle unter Schock. Wir sehen uns die Sache an. Hoffentlich kehrt bald wieder Normalität ein. Das ist uns wichtig. So normal, wie es hier nur sein kann. Sie spielt mit, damit es nicht auffällt. Ihnen gehört die Wohnwagensiedlung, oder? Darf ich mich umsehen? Ja, der Besitzer der Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung, das bin ich, kann helfen. Schön, dass unsere komischste Bewohnerin zurück ist. Bewohnerin? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn Sie so Ihre offenen Rechnungen begleichen wollen, keine Sorge, das wurde schon erledigt. Muss schwer sein, dorthin zurückzukehren, wo Sie mit Ihrer Kleinen gelebt haben. Es ist, als würden Sie sich an eine andere Realität erinnern. Verwirrt Sie die Horrorgeschichte? Also was ist Coffee World? Haben Sie etwa unsere Werbung dafür noch nicht gesehen? Coffee World ist eine Mischung aus Fahrgeschäften, Essen und Spaß. Wir hatten bis vor kurzem sogar einen Elch. Außerdem befindet sich neben der Coffee World die Werkstatt der Kalevala Knights. Wir bauen gerade die Festwagen für das Hirschfest. Aber sehen Sie nicht nach. Die große Enthüllung erfolgt beim Hirschfest. Okay. Also, Ihre Werbungen. Das ist mehr als nur Werbung, Saga. Unser Ziel ist es, die Leute zu unterhalten und über unsere erlesenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Außerdem schlägt sich Jakob wirklich hervorragend vor der Kamera. Verpissen Sie sich. Ich bin nur wegen des Freibiers hier. Keine Ahnung, was Ilmos Ausrede ist. Hey, ich bin Autor, Produzent, Hauptdarsteller und Regisseur. Tun Sie sich einen Gefallen und schauen Sie sich alle an. Ich sollte versuchen, alles aus dem Profiling herauszuholen. Ja, mach mal doch, ne? Okay. Nick sagt, die Geschichte würde die Realität um uns verändern. Wenn das wahr ist, muss ich wissen, was echt und was Fiktion ist. Laut Wake ändert die Geschichte die Erinnerung der Menschen. Deshalb denken sie, dass sie mich kennen, aber ich bin keine Figur, ich bin real. Wir müssen herausfinden, was Teil der Geschichte ist und was nicht. Ups. Mein Leben in Watery? Endlich schätzt jemand meine Witze, aber im Ernst, was habe ich hier für ein Leben gelebt? Logan ist nicht tot. Aber was hat die Geschichte noch verändert? Ich sollte versuchen, so viel wie möglich darüber herauszufinden. Vertrauen aufbauen. Das war die Überflutung. Vertrauen brechen. Und weshalb? Brücken werden gebaut, um einzustürzen. Ah ja. Ah. Ilmo hält den Kult für eine urbane Legende. Oder nicht? Manche Dinge poltern in der Nacht. Es ist wahr. Alles ist wahr. Löse den Alarm aus, Bruder. Versammle die Truppen, Bruder. Jako. Der Schatten im Wald kommt immer näher. Sie halten ihn nicht für eine urbane Legende. Sie wissen, wie gefährlich er ist. Ilmo meinte, ich hätte hier gelebt.
Glaubt ihr das wirklich? Licht, Gelächter und Liebe führen dich nach Hause, Saga und ihre Tochter. Oh Mann. Glückliche Gesichter bedeuten hohe Grundstückspreise. Die Familie kommt zuerst, Ilmo. Wir kümmern uns inzwischen um ihren Wohnwagen. Sie ist eine von uns, Jako. Ihr Ersatzschlüssel ist sicher. Die Koskela-Brüder haben schöne Erinnerungen an mein Leben hier. Die Geschichte muss sie beeinflussen. Ich spiele vorerst mit. Ich brauche den Wohnwagenschlüssel. Ja, da kommt sie aber schnell drauf, dass er einfach mal mitspielen sollte. Ich glaube wirklich, dass ich hier... Sie glauben wirklich, dass ich hier gewohnt habe. Das ist verrückt, aber wenigstens kann ich das ausnutzen, um in den Wohnwagen zu kommen. Aber im Ernst. Ja. Ich würde gerne meinen Wohnwagen sehen. Haben Sie einen Ersatzschlüssel? Schön für Sie. Ja, ich habe noch einen. Er ist in der Coffee World. Ich würde ihn ja besorgen, aber Jako und ich müssen nach Bright Falls. Der Ersatzschlüssel ist im Safe des Souvenirladens. Ich rufe an und lasse ihn für Sie herauslegen. Oh, die Straße ist überflutet, aber der Weg hinter mir führt direkt dorthin. Ah! Perfekt! Ruf im Souvenirladen an, Sie sollen Saga helfen. Okay. Ah! Die Sache ist, glauben, ich lebte in der Wohnwagensiedlung. Mit Logan. Die Geschichte verändert die Erinnerungen der Menschen. Warum ist meine nicht betroffen? Die Sache ist ja, stecken die zwei mit drin. Der Ersatzschlüssel ist im Coffee World. Erst die Kellnerin in Diner und jetzt die Koskeller. Sie alle glauben, ich und Logan hätten früher hier gelebt. Wake meinte, die Horrorgeschichte würde Leute in den Wahnsinn treiben, als würden sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Verbreitet sie sich? Also es tut die Erinnerungen überarbeiten oder was? Von den Leuten. Und sie denken, dass sie einen kennen, aber das ist ganz komisch. Okay. Eingängige Melodie. Saga, Ruhe! Artist mitten in der Vorstellung. Ob ich wohl die erste FBI-Agentin bin, die den Mund halten soll? Ne, lese ich nicht durch. Nee, lass mal. Nee, gib bloß weg. Schlüssel. Alter, Leute.
Wo kriege ich das denn aus? Sie tun mir wirklich leid. Alter, Leute, macht's doch nicht so schwer. Wo ist der scheiß Schlüssel? Oh Leute, das gibt's nicht. Ey, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, wie assi das eigentlich gemacht ist. Coffee World, Souvenirladen. Ist es der überhaupt? Watery ist definitiv idyllisch. Hallo. Hier gibt es bestimmt guten Fisch. Ah ja. Hier nicht. Ach, warte mal. Ich dachte, ich muss hier den Schlüssel holen. Aber anscheinend muss ich erst den Weg da lang. Und da ist der Shop, der Souvenirshop. Da ist Coffee World. Ich muss den Fluss überqueren. Ja, das muss man erstmal wissen. Oh nein. Eine Axt. Was war das? Es ist Tag, normal darf nichts. Scheiße! FBI, zeigen Sie sich!
Das kann mir noch mal nichts tun. So, voll. Werden zu Besessenen. Ist das der Kult? Oder die Geschichte? Oder beides? Alter! Okay, es ist dunkel genug für den... Es ist dunkel genug für die Dunkelheit. Ja, logisch. Oh. Noch eine Schließkassette. Mist. Unten, oben, links, Mitte. Unten, oben, links, Mitte. Hey, das kann sich doch jeder merken. Ich habe einen weiteren toten Besessenen drüben beim Funkturm gefunden. Es sah aus, als wäre er zu Tode geprügelt worden. Neben der Leiche lag eine Lunchbox und ein... seltsames Strickzeug. Ich habe mich um die Leiche gekümmert, aber das ist schon die dritte diesen Monat. Jeder sollte seine Augen offen halten. Wir müssen diesen Kerl finden und ihn wissen lassen, dass der Kult des Baumes es ernst meint. Ah ja. Manuskriptseite! Was hatte Watery all die Jahre über Wasser gehalten? Ein Jahrhundert, wenn nicht mehr. Die Einheimischen kannten die Antwort. Mum. Oder wie sie es in der Sprache ihrer finnischen Vorfahren ausdrückten, Sisu. Sisu war heute nötiger denn je. Die Stadt war im Niedergang begriffen. Sie hat sich nie ganz von der Schließung des Sägewerks erholt. Auch die Fischerei flaute jetzt ab. Die meisten Menschen hatten die Stadt verlassen, um in anderen Städten Arbeit zu finden. Nur die Hartnäckigsten blieben hartnäckig. Eingegraben. Parasiten im Körper eines unheilbar Kranken. Sisu. Einige Leute versuchten, die Stadt wiederzubeleben. Die Koskela-Brüder wehrten die drohende Finsternis mit ihren Unternehmungen im Doppelpack ab. Die Coffee World brachte Touristen, Geld und Arbeitsplätze. Spaß rund um das Thema Kaffee für alle Altersgruppen. Der Kalevala Nights Motorradclub baute Festwagen. Die Biker reparierten Fahrzeuge und leisteten freiwillige Arbeit vor Ort. Aber das reichte nicht aus. Watery brauchte ein Wunder. Das Ende des Weges war in Sicht und es rückte schnell näher. Na, was geht ab? Was geht ab? Um die Uhrzeit noch jemand da? Wundert mich. Mir wurde schon gesagt, meine Leute sind schon ins Bett gegangen, die meisten davon, also... Ja, ja klar. Ja, ich hab ja Dead by Daylight gezockt wahrscheinlich, ne? Die Nachtaktiven. Ah, dankeschön für den Follow, X Big Mommy. Dankeschön für den Follow. Ja, die meisten sind jetzt schon schlafen gegangen. Mal gucken auf die Uhr, 2:45. Also, ne? Nur die Hartgesottenen sind halt jetzt noch da. Hölle, dankeschön. Dankeschön. So, wo machen wir jetzt weiter? Was waren das jetzt hier? Nee. Doch. Ha! Ahem.
Train, was ist das? Kenne ich das? Train, muss ich mal kurz gucken. Ah, okay, neu. Ja, ich kann nie raiden, weil wenn ich offline gehe, ist niemand mehr online. Zumindest an den Open-End-Tagen. Da bin ich der Letzte, der irgendwie noch live ist. So, wir spielen gerade Alan Wake 2. Hast du davon schon gehört? Vielleicht? Oder der Chat generell? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee, ne? Gut. Na, in welche Richtung waren das jetzt? Und hast du vor, das auch zu zocken? Oder ist es eher nichts für dich, so die Art Spiel? Warte mal, bin ich hier überhaupt richtig? Ah, haben noch mehr Leute davon gehört. Und wie findet ihr es? Habt ihr es schon irgendwo gesehen? Oder ist durch Zufall richtig gelaufen? Guck mal einer an. Nee, warte mal. Es sind hier überall Markierungen. Ach, okay, wegen Bogenschießen. Noch ein Kultversteck. Oh nein. Hey, wenn du die Armbrust wegnimmst, leg sie zurück in das Versteck, wenn du fertig bist. Ich habe den Code geändert, wie gewünscht. Die Armbrust, Alter. Will haben. Du hast doch den Chat. Und das ist ja der Sinn von einem Horrorspiel, dass du alleine bist. Ich glaube, wenn ich den anmache... Alter. Oh oh. Obwohl, Licht ist gut. Licht gut. Oh, noch eine Seite. Hä? Saga verstand langsam, warum Casey die Wälder nicht mochte. Es kam ihr hier bedrückend vor. Zu viele Orte, an denen man sich verstecken konnte. Die verzerrte Karnevalsmusik, die vom Vergnügungspark herüberwehte, half nicht gerade. Was die Koskelas über ihr Leben in Watery mit Logan gesagt hatten, beunruhigte sie. Dass die Horrorgeschichte sie betraf, war eine Sache. Aber nun auch ihre Tochter? Das war zu viel. Etwas flitzte über den Weg vor ihr. Es war zu schnell, um es zu sehen. Saga zog ihre Waffe. Ihre Augen suchten den Wald ab. Ein Geräusch über ihr. Saga drehte sich um und sah nach. Ein Einheimischer, ein Mann, auf dem Kamm über ihr. Nein, nicht ein Mann. Ein Monster mit einer Axt in jeder Hand. Es brüllte zu ihr hinunter. Die Jagdsaison war ein Reinfall. Das ist, finde ich, schön, dass sie das vorlesen. Da musst du das nicht selber machen, weißt du? Das finde ich sehr, sehr akkurat. War das alles? Ah, speichern, okay. Zack. Braucht jemand zum Anschreien. Ja, stimmt. Ist da ein bisschen anders, ich weiß. Warte mal. Ich brauche Hinweise für einen wievielstelligen Code? Dreistellig wieder. Die würde ich schon gerne mehr... Ach du Scheiße. Das ist garantiert ein Rätsel mit den Zahlen hier. Okay, jetzt seid ihr gefragt. Jetzt sind wir gerade so viele Leute hier. Also ich brauche einen dreistelligen Code. Und ich schätze mal, das hat irgendwas mit den Zahlen hier zu tun. Ja genau, das ist nämlich eine Anzahl. Da ist ein Pfeil. Also 5 hat einen Pfeil. 2 hat 2 Pfeile. Wie viele gibt's denn hier überhaupt? Wie viele gibt's denn hier überhaupt? Ich glaube nur hier, ne? Die 5 hat einen, die 7 hat 3. Warte mal.
Die 1 ist die 5, vielleicht. Die 3 ist die 7. Die 2 ist die 2. Das könnte, wenn das so einfach ist, ne? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Als ob! Als ob! Ja, okay. Also, ja, okay. Das war ja okay. Wenn du die Maske nicht trägst, gehört dir das nicht. Ja. Schon klar. Ja, nice. Wie kann ich das nochmal machen? Auf I, ne? Auf. Oh, wie ging das nochmal? So, da. Armbrust. Schnellwahl. Auf 3. Wow, ich habe einen Schuss. Das ist aber auch scheiße eigentlich. Also, das war jetzt. Also, ich weiß ja nicht. Also. Ist okay, ich meine. Ich dachte, vielleicht man braucht ein bisschen länger. Aber ich dachte, ich muss hier hin. Hier war ja einfach nur die Waffe. Also bin ich doch nicht automatisch richtig gelaufen. Aber guck mal, hier gibt es so viele Wege. Sowas finde ich halt wieder total verwirrend, wenn du... Oh nein. Oh nein. Waterly brauchte ein Wunder. Kurz und schmerzlos. Der war doch besessen, oder? Ja, okay, war ja. Gut. Bin ich hier richtig? Naja, immerhin Erfolg freigeschaltet, ne? Also, schon mal was wert. Ich geh erstmal rechts hoch. Hier gibt's doch bestimmt wieder irgendwas. Ja. Da ist noch eine Lunchbox. Hallo Held, ich fürchte, dass ein paar Blätter von meinem privaten Fanfiction-Projekt in einige dieser Verstecke geraten sind, aber ich weiß nicht welche. Ich habe einige online gestellt und sie enthalten ziemlich gute Kritiken, aber es wäre mir lieb, wenn du sie nicht lesen würdest. Es ist etwas Privates. Nee, das ist gar kein Thema. Nee. So, hier. Es war eine Armbrust drin. Sie ist bei mir besser aufgehoben als bei Ihnen. Ja, wenn ich Munition dafür hätte, dann wäre sie auf jeden Fall. Also. Ich habe einen einzigen Schuss verballert gerade, ne? Nein. Zack. Fanfiction, will ich das überhaupt wissen? Ja. Ja. Ich glaube, bei Alan Wake 1 hatte man ja nur die Pistole, oder? Oder auch eine Schrotflinte. Ich glaube nur die Pistole, ne? Ich weiß noch nicht, wer das alles gespielt hat, den ersten Teil. Ich habe den, glaube ich, vor 3 Monaten gespielt. Es geht immer 2 Wege. Das ist mir schon wieder zu viel. Das ist mir schon wieder zu viel. Oh nein. Hallo? Ah.
Ja, es gibt da noch mehr Leute, wo gerade drüber gekommen sind mit euch. Deswegen frage ich gerade allgemein. Scratch auf der Jagd. Scratch schlich durch den Wald. Ein furchterregendes Dunkel der Nacht. Oh nee. Mehr spürbar als sichtbar. Dunkelheit brodelte in ihm. Wie eine Gewitterwolke, die in eine Flasche gepresst wurde. Im Wald wimmelte es von denen, die er entführt hatte. Sie begleiteten ihn, folgten seinen Anweisungen. Seine Armee der Dunkelheit. Er hatte ein pulsierendes schwarzes Loch in seinem Kopf, aus dem Wellen hervorbrachen, alles klar, die seine Herde in Raserei versetzten. Der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben. Der Auslöser einer Flutwelle, die sich ausbreiten und die Realität verschlingen würde. Die Besessenen stammelten und zerrten an ihren unsichtbaren Leinen. Erfüllt vom Blutrausch, Scratch ließ sie los. Ungestüm und voller Vorfreude stürzten sie sich in die Nacht. Er riss einen Wegweiser aus und schwang ihn, als wäre er aus Luft. Vor ihm startete die Musik. Sie feuerte ihn an. Möge das Hirschfest beginnen. Okay. Irgendwo muss hier mein Schlüssel liegen. Schuhkarton. Alter, wo ist mein Schlüssel? Ist auch Sinn der Sache, dass du dich erschreckst und so. Ich habe mich ja auch schon ganz schön eingepisst. Ich dachte, hier liegt mein Schlüssel. So sauberer Klos, das halte ich für ein Gerücht. Oh nein. Hallo? Jemand da? Ach nee, schrei doch nicht. Sind Sie rausgekommen? Haben die Besessenen Sie erwischt? Oder wurden Sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Schrei doch bitte nicht so. Versperrt. Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Warum ist das wohl versperrt? Noch eine dieser Kultkisten. Nur gestreifte Becher. Ah, okay. Zehn. Elf. Warte mal. Nee, das ist nicht gestreift. Eins. Ja, eigentlich schon, ne? Becher, ja. Eins. Vier. Ey, da gab's schon wesentlich Schwierigeres, ne? Also, da waren schon Sachen dabei, da, boah. Eins, vier, sieben, ne? Ah, ich muss auch nach den Strichen gehen. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Einfach nur der Reihenfolge nach, weißt du? Nicht mal irgendwie, dass du was mit den verschiedenen Anzahlen der Striche machen musst. Das war noch einfacher, wie du gedacht hast. Ich muss einfach nur der Reihe nach die Nummern aufschreiben. Ich hab's erstmal so probiert, weil ich mir dachte, das kann... Alter! Du musst nicht mal irgendwie überlegen, wie du es jetzt gemacht hast. Du hast schon wieder viel zu kompliziert gedacht.
Hallo. Ja, also was habe ich denn jetzt bekommen? Schrot oder was? Ja, ich hätte aber auch gern ein bisschen was anderes gehabt. So, was haben wir denn hier? Schade. Coffee World. Der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Okay. Hallo. Nein. Versuch's weiter. Ja. Scratch muss nur den Klicker finden, damit sein Ende Wirklichkeit wird. Das kann ich nicht zulassen. Immo meinte, jemand würde mir helfen, aber es ist niemand hier. Ich muss wohl selbst einen Weg finden. Ja, wer hätt's gedacht? Ja, ich hatte eigentlich auch mehr Anspruch erwartet, dass ich irgendwie die Ringe zählen muss, irgendwas, und irgendwas durch irgendwas teilen muss oder irgendwie so, weißt du? Dachte ich eigentlich auch. Einfach nur der Reihe nach die Dinger zählen, welche rumkommen. Noch mehr Warnung im Innern. Was? Er scheint häufig aufgebrochen zu werden. Das bringt mich aber nicht weiter. Ich dachte, hier wäre jetzt der Schlüssel drin. Oder irgendwas zum Aufbrechen. Wirklich weiter bringt es mich jetzt nicht, ne? Wieso ich... hallo. Was? Die Toilette ist vorübergehend außer Betrieb. Was zum Teufel? Alle Toiletten sind außer Betrieb. Reißt euch zusammen. Noch keine Gegner, das ist sehr verdächtig. Nimm das so einen Ziegelstein und schlag's ein. Fertig. Ah, hallo. Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Ein Schraubenzieher. Hey, das Schloss klemmt schon wieder. Ich habe es kürzlich mit einem Schraubenzieher aufgestemmt. Der verschwunden ist. Schon wieder. Leg den Scheiß wieder zurück, wenn du was benutzt. Okay. Was? Percolator, der Name eines Fahrgeschäfts? Hallo. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Ein Versuch ist es wert. Ja, wo ist denn der, wenn ich jetzt wüsste, wo der Schraubenzieher ist? Boah, Alter, ist das gruselig hier. Lade, nimm das Ding. Das ist wieder viel zu großes Areal. Das könnte schon wieder überall sein, der Scheiß. Ganz ruhig, Saga. Ist nur eine Kaffeekanne. Alter, ist das weitläufig.
So einen habe ich von der Gamescom. Die sind ganz plötzlich alle verschwunden. Okay, gut, ich kann hier nicht rein. Das Gebiet fällt schon mal weg. Du hattest da eine Info über den umgefallenen... Ich hätte doch alles lesen sollen. Also gut. Alter, Junge! Wie du willst. So. Ich hab das mal geregelt. Ah. Damit sollte ich in den Souvenirladen kommen. Ja, endlich. Ich hab das mal geregelt. Ich hab mal einen größeren Meinungsverstärker gebraucht. Aber hat funktioniert. Halt falsch. Da oben laufen sie rum, ich muss da aber nicht hoch. Hä, wo bin ich denn jetzt? Shit. Ich verlaufen. Bürgermeister Setter spricht Ihre Fragen an. Scheiße. Ja, sowas ganz gern. Ja, also Horror an sich sehr gern. Dead by Daylight spiele ich auch ganz gern mal sowas. Valorant, PUBG. CS2 in letzter Zeit. Da oben. Da muss ich. Hau ab! Schnell nein. Schnell rein. Alter, geh rein jetzt. Wo ist der Safe? Das läuft bei mir auch nur durch Zufall. Ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch sehr lang. Und jetzt habe ich irgendwie... Hat es jetzt keine Probleme mehr. Ach du Scheiße. Hey Ilmo, kurze Vorwarnung. Hoffentlich, dass ich mir das öffnen möchte. Das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe es irgendwie... Das kann sein, dass du es auf eine falsche Festplatte installiert hast. Spiele machen Probleme, wenn sie auf einer normalen Festplatte sind. Du musst Spiele auf einer SSD installieren. Frag mich nicht warum, aber dann
funktionieren sie einfacher. Also da funktionieren sie eher. Und machen keine Probleme. So. Okay, komisch. Also ich kenne mich echt nicht mit PC aus, ne? Ich frage immer meinen Mod. Ich kenne mich echt nicht mit PCs aus. Ich spiele damit, ja. Aber ich muss auch alles auf YouTube nachgucken. Ich habe noch eine wütende Sprachnachricht von der Mutter eines Kindes bekommen, das sich mit einem der Souvenir-Pukos ins Auge gestochen hat. Wer hatte eigentlich die grandiose Idee, Kinder in einen Kaffeevergnügungspark Plastikmesser zu verkaufen? Ach ja, das war ja deine. Chef, ich brauche nochmal deine Hilfe mit dem Elch. Mocha ging es wunderbar, sogar der Befund vom Tierarzt war einwandfrei. Doch dann ist er einfach umgekippt. Angeblich war es ein Herzinfarkt. Ich mache dir keine Vorwürfe, vielleicht hat er einfach ein schlechtes Herz. Oder er hat einfach keine Aufputschmittel vertragen. Wir sagen den Kindern, dass Mocha eine kleine Auszeit nimmt, aber ich brauche dringend deine Hilfe, damit hier weiterhin alles reibungslos läuft. Hast du noch was auf Lager? Danke im Voraus. Alter, eine kleine Auszeit nimmt. Scheiße. Bald brauchen. Danke. Bitteschön. Also, ich hatte bei dem Spiel hier, bei Alan Wake 2, hatte ich noch mehr Probleme, als ich es auf einer normalen Festplatte hatte. Jetzt habe ich es auf Festplatte D gemacht. Jetzt funktioniert alles. Einigermaßen. Die Bright Falls Mischung ist leider aus, entschuldigte sich einer bei den Kunden. Ich hole kurz welche von hinten. Mehr Kaffee kommt sofort. Sie schlug vor, dass sie mit dem Percolator fahren sollten, während sie warteten. Am Espresso Express traf sie auf Ilmo. Lächeln, Anna. In der Coffee World gibt es nur Lächeln. Anna nickte, lächelte, bis ihr Gesicht wehtat. Anna blieb stehen. Sie bemerkte, dass sie neben dem Huotari-Brunnen stand. Sie war wohl weggetreten gewesen, dachte sie. Sie wollte gerade gehen, als ihr etwas im Brunnen auffiel. Ein Schatten bewegte sich in der Dunkelheit. Anna wurde von einem Schwindelgefühl überwältigt. Die Welt kippte um und dann fiel sie hinunter, hinunter, hinunter in den Schacht. Die Dunkelheit öffnete sich und verschluckte sie. Okay, so haben sie quasi die Leute umgewandelt. Also unser böser Zwilling. Plastikmesser. Da. Versperrt. Warum hast du das verdammte Passwort für den Selbst schon wieder geändert? Welchen Code würde Emo verwenden? Ich dachte, es wäre Wache, Helfer, Lieferant. Wer hat dir wehgetan? Warum bist du so paranoid? Ja, komm. Was? Was will der? Ich glaube nicht, dass hier ein Schraubenzieher funktioniert. Nee. Die Notiz wurden drei Jobs erwähnt. Spurensucher, Wache und Saubermacher. Warte, was? Warte. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Irgendwelche Figuren. Hoffentlich hier drin. Ich will mich draußen nicht mit denen anlegen müssen. Coffee World Mitarbeiter. Hoffentlich sind sie keine Monster. Susan. Spurensuche. Wartung. Bohnen, alles klar. Spurensuche. Alles klar. Jeder Angestellte hat seine eigenen Aufgaben zu erfüllen. Was brauche ich? Okay, das ist schon ein bisschen kniffliger, aber ich glaube, einen Ansatz zu haben. Wache, Saubermacher.
So. Auf den Fotos kleben Sticker. Die Sticker hängen neben den Fotos an der Personaltafel. Ja. Nachrichten der Woche. Nicht auf die Haftpflichtformulare für den. Bring deinen Hund mit zum Coffee-Tag am Dienstag vergessen. Glückwunsch an Thomas zum ersten Jahr bei Coffee World. Wie üblich erhältst du für diese eine Tüte frisch gemahlenen Kaffee umsonst. Der Predator wird leider gerade repariert, aber keine Sorge, wir werden ihn so schnell wie möglich auf Vordermann bringen. Schon wieder? Hä? Nee. Ah, warte mal. Warte mal. Hier. Ich muss den Safe öffnen. Wie lautet die Kombination? Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jako. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte werden belohnt. Die Safe-Kombination muss irgendwo im Souvenirladen sein. Nee, echt? Ja, ich hab doch Freitag Kurzarbeit, weißt du doch. Deswegen ist Donnerstag für mich wie ein Samstag. Samstag kann ich wahrscheinlich nicht. Da komme ich erst gegen 12 Uhr oder so heim. Ach, vielleicht mache ich da noch. Ich bin auf Familienessen, auf Geburtstagsessen. Ich weiß nicht, wann ich da heimkomme Samstag. Deswegen mache ich das heute, was ich nochmal am Samstag machen würde. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Muss man doch ausnutzen, wenn man Freitag nicht arbeiten muss. Ich wette, Ilmo ist ein Typ, der Sudokus mag. Die Antwort muss irgendwo im Souvenirladen sein. Ja, hier. Spurensucher. Wache. Fundsachen. Spurensucher. Das könnte die Eins sein. Fundsachen, ja, Wartung. Fahrer. Hausmeister. 6, das ist die 6. Wache. Getränkestand. Parkrundgang. Pflegekraft. Wache. 4. 1, 4, 6. Wenn ich es richtig gesehen habe. Alter, Horus, ich werde immer besser. Ich werde immer besser in sowas. Die letzten drei Rätsel komplett ohne Hilfe. Die Schlüssel zu meinem Wohnwagen. Jetzt muss ich noch den Klicker und den Kult finden.